Also mein Name ist Alexandra, ich bin frisch 29 Jahre alt geworden. Ich wohne in Mannheim und arbeite quasi im Sekretariat von unserer Geschäftsführung der Bezirksverwaltung. Ja, also ich hätte auch niemals gedacht, dass sich mein Leben so schnell so ändern könnte. Aber im Juli diesen Jahres war es dann tatsächlich so, dass ich die Diagnose Brustkrebs erhalten habe mit gerade mal 28 Jahren. Und das ist natürlich am Anfang erstmal ein Riesenschock und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll und kann man das überhaupt bewältigen. Ja. Also tatsächlich hat er gar nicht mal so lange angedauert. Klar, der Moment der Diagnose, wenn die einem wirklich sagen, okay, man hat Krebs, ist es erstmal ein Schock und gerade für uns Frauen die geliebten Haare. Und als mir klar wurde, scheiße, du musst eine Chemotherapie machen, du verlierst deine Haare, habe ich erstmal angefangen zu weinen und konnte mich gar nicht beruhigen. Und als der erste Schock sich so ein bisschen gelegt hat und ich das auch meinen Freunden und meiner Familie gesagt habe, war ich relativ gefasst auch. Und ich dachte am Anfang, okay, ich stehe wahrscheinlich noch unter Schock und habe es noch gar nicht so realisiert, aber es hat sich eigentlich nicht geändert großartig. Die Einstellung ist eigentlich geblieben, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist so, du kannst jetzt einfach nichts daran ändern, also musst du das Beste draus machen, weil du liebst dein Leben und du hast keine Lust, jetzt irgendwie dein Leben quasi zu verlieren. Also versuch so gut es geht, einfach die Normalität beizubehalten. Geh arbeiten, triff dich mit Freunden. Klar, es ist eine Veränderung, aber es muss nicht bedeuten, dass das Leben jetzt vorbei ist und man nur noch zu Hause rumsitzt. Also es kommt natürlich darauf an, wie es einem körperlich geht. Mir geht es Gott sei Dank soweit gut, deswegen, ja, und es gibt mir auch einfach viel Kraft, mein Umfeld, die Stabilität. Von daher war das eigentlich gar kein so langer Prozess, weil ich vorher einfach schon viel durchgemacht hatte in meinem Leben, mir gedacht habe, komm, du hast schon so viel hinter dich gebracht, da bringt dich jetzt so eine Diagnose nicht aus der Fassung. Klar, viele sagen, ja, es sind nur Haare, die wachsen ja wieder, aber es macht trotzdem was mit einem, wenn man weiß, dass man die verliert. Und gerade wenn man sich durch die Haare fährt und wirklich mehrere Strähnen in der Hand hat und merkt, okay, jetzt fängt der Haarausfall an, ist es schon belastend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die Zeit von der Diagnose bis zu dem Punkt, wo mir die Haare ausgefallen sind, war für mich so emotional eigentlich das Schlimmste, weil du sitzt wie auf glühenden Kohlen und weißt, okay, es kommt irgendwann dieser Tag X, du weißt aber nicht genau, wann der ist. Aber sobald er da war und die Haare ab waren, war es irgendwie eine Erleichterung, weil ich mir dachte, okay, so von meiner Gefühlslage her kann mir nichts Schlimmeres mehr passieren. Also klar, körperlich kann es mir schlimmer gehen, aber emotional, die Haare sind weg, ich habe mich von ihnen verabschiedet und jetzt kann kommen, was will. Es ist natürlich ein schwieriges Thema am Anfang, vor allen Dingen, man kennt sich ja nicht damit aus. Man kennt Perücken vielleicht aus dem Karneval und die sehen halt natürlich immer total künstlich aus und man sieht direkt, oh, der hat was auf dem Kopf. Und wenn man sich damit erstmal gar nicht auskennt, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also hört man natürlich erstmal so auf Empfehlungen von Bekannten, Freunden, habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich zu einem Friseur gegangen, der hat mich dann beraten, wir haben ein paar Modelle bestellt und einfach geschaut, welche am besten einfach zu mir passt und zu meiner letzten Frisur, wie ich sie hatte, weil ich relativ nah an mich dran kommen wollte. Und das haben wir dann auch gemacht, aber ich war einfach nicht so ganz zufrieden damit, weil es einfach so ein bisschen altbacken aussah, wie so eine spießige Hausfrau, die einem mit einer Schürze umgebunden die Tür öffnet und fragt, ob man eine kühle Limonade haben will. So kam ich mir irgendwie vor, also total fremd und nicht wie ich selbst. Man sucht sich die Perücken dann aus dem Katalog quasi aus. Man hat halt einfach schon eine, die so ein bisschen vorgefertigt ist. Klar, man kann die in der Haarfarbe im Schnitt noch anpassen, aber es war halt alles irgendwie nichts Modernes auch und nichts, was mir irgendwie wirklich zugesagt hat. Und viele auch mit Pony, weil man einfach versucht, hier natürlich den Ansatz zu verdecken. Und Pony ist gar nicht so meins. Also ich mag es lieber, wenn sie schön offen sind und ich da nichts Nerviges im Gesicht habe, was mir ein bisschen die Sicht verschwert. Viel besser, viel freier auch. Die Sicht ist klarer, mir fällt nichts ins Gesicht und es fühlt sich einfach so leicht an. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl auch. Und es ist so verrückt, man guckt in den Spiegel und man hat Haare einfach und es sieht gut aus. Und ja,
Man fühlt sich wieder mehr wie ein, ja, wie ein Mensch, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe mich vorher auch wie ein Mensch gefühlt, aber man fühlt sich einfach wieder schöner, ein bisschen weiblicher. Und es macht schon viel aus. Doch super locker, super freundlich alles. Ich habe mich direkt gut aufgehoben gefühlt und wirklich auch verstanden und akzeptiert. Und jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich muss mich jetzt irgendwie schämen dafür, dass ich keine Haare mehr habe. Überhaupt nicht. Keiner schaut einen irgendwie komisch an oder reduziert einen irgendwie auf eine Krankheit und denkt sich, oh Gott, die Arme, die hat jetzt Krebs und keine Haare. Überhaupt nicht. Es ist wirklich, als würde man normal zum Friseur kommen und sagt, so, was machen wir heute mit den Haaren? Ich habe am Anfang drüber nachgedacht, ob ich die Diagnose teilen soll. Ich habe ja auch schon immer so ein bisschen was auf Instagram geteilt, aber natürlich nicht so viel wie jetzt aktuell. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen rumgeguckt und habe auch andere gefunden, die ihre Diagnose teilen oder generell über schwierige Themen einfach reden, die in Instagram generell noch so ein Tabu sind. Und die haben mich einfach so inspiriert und auch die Unterhaltung dann mit den Mädels. Ich habe die dann angeschrieben, habe mich so ein bisschen ausgetauscht und dann habe ich auch viel mit Freunden und Familie gesprochen. Und die fanden das alle super und haben gesagt, mach das, wir stehen hinter dir. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das dann zu veröffentlichen. Und ich habe so viel positive Rückmeldungen bekommen. Und das bestärkt mich auch einfach darin, dass es wirklich eine gute Entscheidung war, das zu teilen. Relativ selten eigentlich. Also gerade so mein Umfeld, meine Freunde, die haben das, wenn man so sagen kann, die Diagnose gut aufgenommen. Was mir an der Sache am wichtigsten ist, ist einfach, dass man weiß, das Leben geht weiter. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Krebs bedeutet nicht automatisch Tod. Mit einer positiven Einstellung kann man wirklich noch so viel draus machen. Und das ist mit auch das Wichtigste, die Einstellung, die man dem Ganzen gegenüber hat. Lehnt man das Ganze ab oder nimmt man das offen an und sagt, okay, es ist jetzt so, das ist jetzt ein Teil von meinem Leben. Ich integriere die Therapie in meinen Alltag. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich akzeptiere die Veränderung. Dann kann daraus auch was Gutes entstehen. Weil ich bin einfach der Meinung, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und dass hinterher auch die schlechten Dinge irgendwie was Positives haben. Dass man da auch viel draus mitnehmen kann. Weil sowas verändert einen natürlich auch. Aber ich denke auch auf eine positive Art und Weise. Tatsächlich kann ich mir es gut vorstellen, die Perücke auch weiterhin zu tragen. Gerade noch in der Anfangszeit, wenn die Haare zwar wieder am Wachsen sind, aber halt noch relativ kurz sind, würde ich sie trotzdem noch aufziehen. Besonders am Wochenende, wenn man mal weggeht, dann möchte man sich ja gerne auch mal ein bisschen rausputzen. Und dann würde ich die auf jeden Fall noch weiterhin aufziehen. Klar, gar keine Frage. Dankeschön. Mhm.